Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Online. Ja, das Narren-Event ist noch ungefähr 2 Tage. Und bis dann muss ich, ja, einfach das mal angeschaut haben mit euch. Wird halt knapp, weil, ja, okay, es ist wahrscheinlich nicht so wichtig, weil die Belohnungen jetzt nicht unbedingt so überragend sind. Und es ist wahrscheinlich jedes Jahr, weil vor 2 Jahren war das Gleiche auch. Und ich habe mich ein bisschen erinnert. Wir müssen leider ja wirklich nach Ebenherz und das ist scheinbar hier unten. Und da müssen wir ein bisschen laufen, weil hier kein Teleporter ist, den wir aktiviert haben. Ja, wir gehen aber kostenlos, wenn wir hier ein Waypoint finden. Jetzt muss ich mal schauen, der Umschalt ist drin. Teleporter, ja, da muss ich nochmal also auf die Map schauen. Ist leider nirgends zu sehen. Gehen wir doch zum Schiff zurück. Vielleicht fährt er nach Ebenherz. In Morrowind gab es nämlich auch ein Ebenherz oder Ebenerz. Die Namen sind wahrscheinlich ziemlich gleich. Darunter. Der. Ich würde auch kurz das. Kiste nicht stehlen. Nicht stehlen, Mann. Was für ein Unfug ist denn das? Ja, ist mir egal, ich habe nur geklaut. Ist doch nicht schlimm. Wie bekommt man das jetzt wieder ab? Wir müssen zum Heiler zuerst wahrscheinlich. Unser Held mit dem Kriegerherz. Ja, und jetzt redet er vom Held. Ja. Okay. Gut, ja, Kopfgeld. Nicht zu schätzen, ob die Heiler doch beglichen wurde. Ja, ich muss jetzt zum Heiler, aber hier gibt es keinen Heiler. Ah, oh Mann, ich drücke einfach ohne zu lesen. Hey. Wir müssen sofort kurz rüber nach Ebenherz. Oder? Also ich weiß, dass es einen Heiler in Vivec gibt. Müsst ihr das? Ihr könnt ruhig in meiner Jolle mitfahren, wenn ihr wollt. Doch ich schätze. Gehen wir nach Devons Macht. Das ist jetzt blöde, weil hier sind sicher überall Wachen. Wenn ich etwas nicht mag in The Elder Scrolls, dann ist es dieses, ja, Wachensystem. Weil, ja, man kann denen nicht mehr entfliehen, wenn sie uns einmal erwischen. Sondern lieber irgendwie uns auf den Boden schicken, damit wir uns nicht mehr aufrappen können, aber nicht Ah, direkt. euch suche ich. Oh, bitte nicht noch eine Quest. Was ist das? Japanisch? Wo ist das? Welcher Abschnitt war das? Hier? Hat es keine Suche? Scheinbar nicht. Wo ist Devons Wacht? Wo sind wir jetzt? Ich sehe keinen. Ah, wir sind hier in der Nähe. Gut. Sehr schön. Wir reden. Ich grüße euch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Ist Welt das nehmen leise? könnte. Also bei mir ist es irgendwie zu leise, die Ding. Aber ich habe es schon auf Maximum. Was will euer Gönner? Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen, weshalb hätte er dann eine Botin schicken sollen? Die Sache ist nur für eure Ohren bestimmt. Wo kann ich sie finden? Das Haus der Familie Sadrenaux in Davons Wacht, zwischen der Künstlergasse und dem Marktviertel. Trödelt nicht. Ja, ich werde sie abschließen. Und weg ist sie. Also, es geht wahrscheinlich auf Dauer. Man sieht es unten rechts. Es geht ein bisschen zurück, habe ich gesehen. Nein, bitte nicht. Das ist eine Wache. Oder? Eine schleicht. Aber ich möchte jetzt eigentlich zum Heiler gehen. Nur ich kenne das Symbol nicht. Ja. Unterschlupf Heiler. Gehen jetzt einmal rechts herum. Nicht durch die Stadt, oder links herum. Ereignishändlerin. Gehen wir links herum.
Also ich schaue mal auf das Symbol unten rechts währenddessen. Wir hier halt einfach langsam schwimmen. Ja. Wir können halt einfach nicht schneller und wir müssen jetzt mal kurz. Oh, da sind Gegner. Die Gegner sind hier schwerer. Das weiß ich noch. Also lieber nicht so unvorsichtig. Dafür ein bisschen schneller. Ja. Einfach nebenbei schneller. Ja. Das Problem ist, wir können jetzt gerade hier nirgends durch, scheinbar. Korb. Guarana. Den kennt es ja mich jetzt eher nicht so. Wir müssen halt auch ein bisschen vorwärts machen. Offene Verliese. Okay, aber aufmachen kann ich das. Okay, warte. Ja gut, eine Kiste, die zu einem Dungeon führt. Aha. Aha, ich dachte es geht hier durch, aber hier ist gar nichts. Also hier. Ab durchlaufen können wir dann trotzdem hier. Ach meine. Ist das Spiel so nervig? Einfach den Weg zu finden. Wir bezahlen nochmals. Wir haben genug Geld. Für ein paar Sekunden noch. Für ein paar Anwendungen, aber. Ja, wir werden sicher jetzt erwischt und müssen das Diebesgut abgeben. Schnell abhauen. Können wir gleich mal uns wieder in den Schleichmodus bringen. Gut, hier ist mal niemand. Okay. Wir gehen hier runter. Und dann direkt zum Hehler. Boah, das sind aber auch. Also wir sind mal verborgen. Das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir eigentlich hier rechts herum. Ja, das Problem ist, die Wachen sind hier, aber so werden sie uns hoffentlich nicht finden. Vor allem nicht, ja, die Glatzköpfe. Da ist eine Wache. Aber vorsichtig. Pfeile, die richtig angewurzelt. Ich verkaufe die Sachen einfach. Also wir verdienen nachher sicher mal noch ein bisschen Geld fürs Verkaufen von Sachen. Aber ich hoffe einfach auch wieder genügend, weil wir müssen schon recht oft schnell reisen. Damit wir natürlich auch nicht so extrem lange hier herumspielen im Modus. Naja, eben. Wir brauchen das. Ja, wenn der Hehler genau auf der anderen Seite ist, ja, das ist für Touristen natürlich nicht so gut, wenn sie Kopf geht. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Weg von dort, aber den findet man halt einfach nicht so gut. Ja, mehrere Zugänge habe ich ja gesagt, aber ich habe nicht gefunden, weil es nicht steht. Das müssen wir zuerst herausfinden, wo wir da rauskommen. Ich verstehe. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Aha, guten Tag, Gwen. Ich spreche mal noch nicht mit jedem. Er lebt noch, ja. Vom falschen Gott. So. Wisst ihr, was sie mit mir anstellen werden, wenn ich diesen Ort verlasse? Bitte verratet niemandem, dass ihr mich hier gesehen habt. Was habt ihr anzubieten, Händler? Ah. Ja. Ist noch ein bisschen zu teuer, so Sachen, aber ich möchte schon gerne irgendwie, was zu einem Charakter passt. Jeder, also zur Klasse und zu der Rasse irgendwie passt. Da wir auch viel mehr machen können. So mehrere Klassen machen können. Ich hoffe, es ist aber nicht so groß, um jetzt jeden Charakter irgendwie hoch zu pushen.
Geht's nicht direkt? Geht's gegen direkt? Also, immer so. Also, den lassen wir. Die Runen lassen wir auch. Fett. Verkaufen. Gewürzmet. Immer das mit den Getränken. Verkaufen wir mal. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Zum Fischen, ja, ich möchte eigentlich nicht fischen für euch. Also ich weiß, dass es halt einfach nicht immer so gut gesehen wird. Ich werde einfach mal so fischen im Nicht-Video. Also wir können einfach erstmal anschauen und dann dürft ihr immer noch Ding. Also alles Mittel halt verkaufen. Und Glübe lassen wir auch noch. Zitronen brauchen wir nicht. Zinn. Schmuck. Schwer verkaufen. Mittelrote Redoran. Ja. Verkaufen. Die Sachen finden wir sicher auch. Also Heilerzeugs haben wir alles verkauft, hoffentlich. Das sieht man jetzt hier nicht. Kahena 1, die erste. Ein Spieler. Dietriche sind gestohlen. Aber man kann doch irgendwie Gestohlenes zu Nicht-Gestohlenes machen. Das geht bei ihm nicht. Das müssen wir vielleicht bei ihr machen. Grüße! Bei ihm? Willkommen. Soll ich mich um euer Konto kümmern? Die Truhe. Ich möchte gerne... Ja, ich habe nichts in der Bank. Schade. Ja, da haben wir ein paar Sachen vom Livestream. Damals vor 1,5 Jahren. Ja, wir machen. Wir müssten ja eigentlich ja als Beschwör schon einen Start nehmen. Nehmen den mal raus. Und ja, die Sklavenjägerjacke habe ich hier drin. Wow. Spielerei. Ja, wir müssen jetzt zum Ding gehen. Also, ich muss jetzt den Händler finden. Ich verschiebe heiße Ware für okay, euch, aber Geld. Meine Gebühren sind nicht fach. Hier, zahlen. Und so, jetzt... wie ich das sehe, tue ich euch ein. Ja, genau. Dietrich unbedingt. Ja, wir haben genug Geld für alles. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir doch den Ring noch. Haben wir jetzt den verkauft? Den verkauft? Ich verschiebe halt. Ich wollte eigentlich nicht den Ring verkaufen. Ah, ich musste schieben, auswählen. Kann das jetzt nicht mehr zurück verkaufen? Ja, der Ring war jetzt nicht so besonders. Man kann nicht mehr rückkaufen. So ein Mist, ich habe das Falsche ausgewählt. Also schauen wir mal, wo es hier oben durchgeht. Sicher hinter die Stadt. Das ist immer so, man geht rein, ein bisschen weiter weg und schon ist man auf der anderen Seite der Stadt. Wenn man wieder rauf geht. So eine mega Abkürzung. Unten ist es viel weniger weit als oben. Aber das sind so Sachen, die die Entwickler auch einfach gerne machen. Wo es mega unrealistisch ist. Ja, jetzt sind wir einfach hier draußen. Jetzt gehen wir mal kurz hier hin. Ja, Ziel setzen. Weil wir müssen dann noch rüber nach Ebenherz. Ist das die Markierung? Das ist die Markierung. Okay. Das Blaue ist unser Ziel. Die Architektur ist mir schön. Das Wort Architektur. Oh,
Architektur. Ja, das kommt sicher von Architekt, aber was war zuerst, Architekt oder Architektur? Das ist sicher griechisch oder so. In eurer eigenen Heimat. Also, verzeiht, da haben bitte. Wir auch eine Stube. Über, oh, was ist denn das? Mir macht das irgendwie ein bisschen Augenschmerzen. Aber so ein Geister-Elch ist natürlich schon cool. Nur auf Dauer, nee, habe ich nicht so. Macht mit! Zeigt mir eure Vor. Okay, ein Ereignis. Was ist das für ein Ereignis? Sieht irgendwie so aus. Okay, wir brauchen 10 von diesen Marken. Ereignisscheine. Und wie bekommt man die? Ja, wir haben Ereignisse, aber wo hat es Ereignisse? Aru. Ja, eine coole Robbe. Aber wir wollen eher ein bisschen, ja, lederige Aussehen, also Lederrüstung haben. Was ist jetzt eine Robbe? Ja, gut. Ah, hier ist noch ein Tor. Ich muss mal schauen, wie man reitet. So, das ist unser Greymoor Vorbestellungspferd. Also Greymoor auf Englisch. Aber es ist langsam. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein. Also dass Monster uns angreifen, die einfach viel schwerer sind. Okay, schauen wir nochmal also auf die Map. Wir müssen eigentlich uns links halten. Die andere Seite. Wir sind nach rechts gegangen. Wir müssen links durch. Okay, schade. Ich dachte, hier geht's nach Westen. Falsch gedacht. Gut, das ist halt in so großen Spielen auch immer wieder möglich, dass man halt einfach falsch läuft. Mehr auf die Map schauen muss und so. So, Schluck genossen. Ja, ja, also, das Pferd hat viel mehr Ausdauer, aber es ist mega langsam. Ist nicht so wie bei anderen Games. Okay, greift jemand an. Netschku, bitte, hilf mir. Die verfolgen uns nicht. Ja, sie spawnen und denken sich so, ja, komm, der Spieler hat sowieso keine Lust. Da ist ein Buch. Wie? Das Goldkönig. Okay. Die Magie geht, also. Gar nicht so feindlich sein. Ich mag keine Schlangen, die mich da irgendwie so ein bisschen bedrohen. Der Stärkere, der setzt sich durch. Und jetzt kann ich kein Pferd mehr. Ja. Weil ich verborgen bin. Irgendwie die Taste hat noch ein bisschen öfters drücke, wo ich es nicht will. Mir sind ja Tiere schon wichtig, aber Tiere, die feindlich zu Menschen sind, muss ich jetzt nicht unbedingt so gut heißen. Weil erstens, ihr könntet ihr angegriffen werden, zweitens, ja. Das Tier will ja, dass man irgendwie, ja, wütend wird. Den Stärkeren raushaut. Deshalb ist es mir nicht so schlimm. Muss ich das nicht so hegen und pflegen. Viele Menschen sind ja mega heikel und wollen, dass kein einziges Raubtier in der Nähe oder so angegriffen wird. Also jetzt in-game, oder? Die Herzen der Dunmeer sind Real Life würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Schlange sofort töten wollen. Weil so Schlangen kann man eigentlich aus dem Weg gehen.
ist meistens, dass die Schlangenbisse wirklich nur dann sind, wenn die Leute wirklich auch meinen, sie müssen dann wirklich angreifen. Deshalb lasse ich das im Real Life natürlich eher in Ruhe. In Game fühle ich mich einfach zu stark, wenn ich schon Held bin. Also schon ziemlich weiß, dass die gar nichts machen können, sozusagen, also Gift. Deshalb schneller sein. Genau. Eine Bäuerin, die abhaut. Müssen wir aber noch mal kurz schauen. Ja. Weiterhin hier links. Die ist hoffentlich nicht von einer Quest, sondern einfach so. Ja. Ja, die haut ab. Und die nächste verschwindet auch. Komisch. Da haben die Entwickler sich nicht gerade so viel Mühe gemacht. Die auch irgendwo verstecken zu lassen, bevor sie verschwindet. Hm. Aber hier haben wir nochmal so einen Schrein. Ein Wegschrein. Ja. Ja. Heißen sie in diesem Game. Und jetzt muss man eigentlich rechts abbiegen. Ah. F. Stufenaufstieg. Ja, wir haben immer noch EXP-Booster. Durch das Narren-Event. Und nach dem Narren-Event am 2. April kommt das Sechsjährige. Okay, eine Passivfähigkeit von den Völkern. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Ah, wir haben zwei sogar zum Verteilen. Okay. Ja, also hier haben wir es. Punkt einsetzen. Und hier upgraden, hä? Sturzflug upgraden. Raschheit der Falken 30% erhöht. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Volk fehlert Schüler. Aschländer erhöht Erfahrungsgewinn im Umgang mit zwei Waffen. Ah, Lava-Resistenz, cool. Ja, dann machen wir Dynamik. Ein bisschen mehr Mana ist immer toll. Ja. Passive sind immer toll. Dann hier aber nochmals Sturzflug. Schneidender Sturzflug kostet Ausdauer. Könnten wir leider nicht wählen. 3200. Das macht weniger Schaden. Ah, Blutung dafür noch. Okay. Und hier unten macht gleich viel Schaden. Macht mehr Schaden, je weiter weg der Gegner ist. Ja, müssen wir das wählen, weil wir machen keine Ausdauerfertigkeiten. Und ja, so verstecken, ja, würde ich schon gerne machen, aber ich denke mal nicht. Diebesgilde haben wir freigeschaltet. Bindelohn, ja. Das haben wir schon bekommen, also wir sind jetzt nicht mal so richtig drin. Also hier müssen wir ja, Mana Regeneration nehmen. Hä? Ja, okay, dann haben wir alles ausgegeben. So, Lebensringe. Okay. Noch eine rüber. Eine Straße rechts abbiegen. Hm, in den Lavasee, gut. Hier, ja. Okay, sehr gut. Ah, da ist der Berg. Ah, wie heißt der Berg schon wieder? Der war ein Titelbildschirm, wie so irgendwie so. Klippen, Zeugs oder so. Keine Ahnung. Ich bin halt neu. So, jetzt sind wir hier vor der Stadt. Aber wir müssen hier runter. Okay.
Haben wir aber hier einen Wegpunkt? Scheinbar nicht. Ah ja, wir hätten der Straße folgen können. Mist. Nach Westen folgen können. Wir werden aber das trotzdem überleben. Ja, vor allem mit dem Pferd natürlich wieder. Ach, nein. Vielleicht gibt es hier Runen oder so, aber... Ja, wir haben halt wenig Zeit. Also ich möchte gerne das in dieser Folge machen können, aber... Es ist halt schon wieder Ende Folge. Ich mache aber nochmals eine Folge, wo ich das Narrenfest jetzt auch wirklich zeigen kann, hoffentlich. Es zögert sich halt alles ein bisschen aus. Ein MMORPG ist halt einfach ein Langzeitprodukt. Und ja, gehen halt 30 Minuten nicht so flott weiter. Manche Spiele sind auch schwarz, das sollte eigentlich nicht sein. Ist das in, ja, serverbezogen oder? Ich hoffe schon. Also wenn du das wisst, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wieso das so ist, dass manche Spieler schwarz, also gar nicht gerendert werden. Einfach wegen der ja, alten Engine vielleicht noch. Ah, hier ist es. Okay, sehr gut. Okay, dann reden wir doch mit jemandem. Einen Dietrich. Na, die Textur ist jetzt nicht so schön. Oh nein. Ah, der hat sich jetzt eigentlich manifestiert. Unsere Unterkünfte sind voller Ungeziefer. Ist es das, was euer Name hier wert ist? Ah, die Fels. Nun ja, meine Rose. Das war das Frühstück, wenn ihr versteht. Ihr erwartet von mir, dass ich. Gehen wir zu wem? Oh, das ist ein schönes Bild. Jorun wünscht mit euch zu sprechen. Ihr steht vor Jorun, dem Skaldenkönig. Lasst euch nicht von seiner Präsenz einschüchtern. Nur Feiglinge und Missetäter haben Grund, Joruns Gewaltigkeit zu fürchten. Schließt euch uns an, diesen monumentalen Tag zu feiern. Was feiern wir denn? Altehrwürdige Nordtraditionen. Kämpfe, Speisen, Torheiten und Festungsbau. Okay, ich überspringe mal ein bisschen. Das ist das Fest der Narren. Der Tag, an dem Narren Edelleute und Edelleute ja auf alle erdenkliche Art und Weise, solange ihr jemanden zum Lachen bringt. Jorun schlägt vor. Ja, das ist wahrscheinlich wieder mit Spielen. Also. Ihr seid kein gewöhnlicher Narr. Keine Aufgabe. Ohne meine Angetraute bin ich zutiefst betrübt. Wozu all der Speis und kann ich helfen? Befreit sie von ihren Anstandshündchen, damit wir zusammen fett werden können. Nehmt dieses Zeichen meiner Liebe. Das übersüße braune Fleisch. Das übergroße Herz von diesem pocht nur so vor Augen. Ein edler Gast ist das unsere Quest. Ah, alle 24 Stunden. Kann abgeschlossen werden. Ja, wir müssen stehen. Das machen wir im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ich möchte jetzt nicht die 30 Minuten überziehen, weil das immer sehr viel länger geht. Im nächsten Part machen wir dann weiter mit dem Narrenfest und vielleicht dann auch weiter mit einer der, ja, sagen wir mal Nebenquests. Ja, das ist eigentlich wow. Und Spielen zuschauen macht schon Spaß. Ja, wird sicher Spaß machen. Und viel mehr Spaß machen als zusehen. Gut, tschüss.